Hallo Leute, willkommen zum neuen Pokémon Popo Part. Wir machen Staffelfinale, also Storyfinale. Auch hier werden Evoli in der Nähe. Ich habe immer noch kein Evoli gefangen. Ich habe zwar schon Aquana und Felinara gefangen, aber ein Evoli habe ich noch nicht gefangen. Ich habe jetzt ein paar Pokédex-Einträge geholt, indem ich ein paar Terra-Raids gemacht habe. Ah, okay. Hey, hier drüben. Ich bin ja jetzt auf Zone 0 schon gespannt. Das ist das Tor 0. Es wurde gebaut, um Zone 0, die im Inneren der Schlund von Paldea liegt, zu observieren. Und da drinnen kann man den Schlund erreichen. Ach ja, das Pokémon, das du bei dir hast. Zone 0 sollte der Geburtsort von Miraidon sein oder so. Vielleicht freut sich ja, wenn es wieder in seine Heimat zurück kann. Naja, mir ist Wumpe. Die beiden Leute, die ich herbestellt habe, sollten bei Tor 0 warten. Gehen wir. Hab übrigens gestern im Hard God ein gutes Stück durch Kanto durch, nachdem ich endlich mit Johto fertig war. Nicht schlecht. Ja, aber Kanto geht ja eigentlich ziemlich ratzfatz. Ha, ratzfatz. Kanto ist ja nicht so viel, muss man sagen. Wow, ganz schön dunkel hier. Ryosuki. Ich habe von Pepper gehört, dass es hier haufenweise starke Pokémon geben soll. Man muss nur die Wörter starke Pokémon und Kämpfen erwähnen und schon kommt sie angerannt. In der Akademie nervt sie zwar ein bisschen, aber hier könnte sie tatsächlich nützlich sein. Wie bitte? Willst du dich mit mir anlegen? Ja, 8 Orden schnell holen, rot besiegen und dann Kampfzone. Genau. Aber dafür ist es hier eh viel zu dunkel. Wo sind denn jetzt die starken Pokémon? Das ist wirklich seltsam. Letztes Mal war das Licht an. Oh, jetzt ist es an. Was aber wie? Ich habe es angeschaltet. Anscheinend war der Sturmsparmodus aktiviert. Ich habe mich ins System gehackt und die Einstellung überschrieben. Oh, du bist die mit dem flauschigen Evoli-Rucksack. Die mit dem Rucksack? Mein Name ist Cosima. Alles klar, schön dich kennenzulernen, Cosima. Wir haben bisher noch gar nicht miteinander gesprochen, oder? Ich heiße Emilia und bin in der 1A. Du kennst dich also gut mit Computer aus, was? Magst du auch Pokémon-Kämpfe? Ugh, die redet ja wie ein Wasserfall. Sie kennt sich immer mit Hightech-Kram aus, sogar der Direktor hat sie empfohlen. So jemanden brauchen wir hier. Als ich gesagt habe, dass es darum geht, Ryosuke zu helfen, war sie sofort zur Stelle. Abenteuer und so sind eigentlich nicht mein Ding, aber ich habe dir versprochen, dass ich meine Schuld bei dir begleichen werde, Ryosuke. Und heute erfülle ich mir dieses Versprechen. Du scheinst solche Sachen ja überraschend ernst zu nehmen. Naja, mich kennt ihr ja schon, ich bin Paper. Meine Hobbys sind Essen und Mafioso und biometrische Authentifizierung erfolgt. Hallo Ryosuke, ich habe auf dich gewartet. Wie erscheint, bist du mit sehr talentierten Verbündeten gekommen. Wer sind sie? Das ist mein Vater, glaube ich. Was, Professor Fotos? Nemilia Matik. Was? Artikel Nummer 805C001, Cosima Matikel Nummer 803B121. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen, Professor. Oder zumindest Ihre Stimme. Hast du mir erzählt, dass wir kommen? Als würde ich das tun. Bitte steigt zunächst hinab in den Schlund von Paldea. Mit diesem Fahrstuhl zu eurer Rechten gelangt ihr den unteren Kammer. Du, sag mal, Papa. Bitte begebt euch nach unten.
Verstehe die beiden sich etwa nicht gut? Sieht so aus. Ja, let's go. Gar nicht so viel Zeit verschwenden. Rein da. Bin ja mal gespannt, was mich da so für Pokémon zu erwarten. Biometrische Authentifizierung abgeschlossen, Zugang gewährt. Tor zur unteren Ebene wird geöffnet. Wow, eine automatische Tür. Nein, ich denke, sie wird aus der Fernsicht gesteuert. Wenn ihr das Tor durchgeschritten habt, befindet ihr euch über Zone 0. Ryosuke, du hast Meraidon bei dir, nicht wahr? Ja. Danke, dass du mit ihm zusammen so viele Abenteuer bestritten hast. Mithilfe der Reittechnik Gleiten von Meraidon sollt ihr auch hinunter zur Zone 0 gelangen können. Gibt's hier keinen Fahrstuhl oder so? Und warte, was? Meraidon kann fliegen? Wenn ihr unten seid, melde ich mich wieder. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Mal wieder keine Antworten, typisch. Ich bin echt gespannt auf die Pokémon in Zone 0. Los geht's, kommt schon. Sie kennt echt keine Angst, was? Nö. Wir sollten auch gehen. Bist du aufs Schlimmste vorbereitet, Ryosuke? Natürlich. Okay, alles klar. Los geht's, dann holen wir mal dieses Pokémon raus. Was hat das denn? Wenn ihr mich fragt, Höhenangst. Ah, verstehe. Aber wenn wir alle zusammenfliegen, braucht sich niemand zu fürchten. Das ergibt überhaupt absolut keinen Sinn. Na los, spring auf. Wow. Ist schon geil. Ich bin der Letzte, der auf mein Pokémon steigt. Das sieht ja cool aus. So kristallschneeglitzermäßig. Ich kann nicht glauben, dass ich echt wieder hier bin. Mir ist zweimal fast das Herz stehen geblieben. Was ist los? Na nur, es ist von selbst in den Pokéball zurückgekehrt. Es hat bestimmt nur Hunger oder so. Moment, wo ist unsere Schulsprecherin? Was? Ich kann sie nirgends sehen, heißt das etwa? Boah, Leute. So eine Null ist der Wahnsinn. Was steht hier noch so rum, wie festgewachsen? Los, kommt schnell. Überall Frau von Emilia wirkt. Biometrische Authentifizierung erfolgt. 4 Personen erkannt. Zustand zufriedenstellend. Vitalfunktion im normalen Bereich. Ihr scheint unversehrt angekommen zu sein. Tja, war total gemütlich der Abgang. Das freut mich. Ich war besorgt, da die gegenwärtige einzige Möglichkeit zum Abstieg recht hohe Risiken birgt. Echt jetzt? Mit Sarkasmus scheint es dein Vater nicht besonders zu haben. Danke, dass Sie sich Sorgen um uns gemacht haben. Nun möchte ich euch bitten, zum Labor 0 vorzudringen, den tiefsten Punkt von Zone 0. Ich warte dort auf euch. Allerdings ist der Eingang von außen mit 4 Schlössern verriegelt. Ich selbst bin nicht in der Lage, diese zu öffnen. 4 Schlösser. Ihr müsst auf dem Weg zum Labor die 4 Observationsstationen betreten.
In dieser Einrichtung solltet ihr die Schlösser entriegen können. Viel Erfolg. Okay. 4 Schlösser, alles klar. Das ging fast wie eine Quest aus einem Videospiel, findet ihr nicht? Dann wollen wir mal auf zum Grund von Zone 0. Heißt das, ich kann jetzt mit Miraidon nicht rumreiten hier drinnen? Ein Girafarik. Aha. Ach, tatsächlich, ich kann mit mir. Seit wann streamst du schon? Meinst du heute? Wenn ja, dann. Vor 10 Minuten. Vor halbe Stunde. Musik. Ah, die Musik kenne ich sogar. Die habe ich schon mal gehört. Was ist denn das? Also ein Raichu und so weiter. Oha, Papungras. What the fuck? Aber was ist das hier? Das kenne ich gar nicht. Generell, also wie viele Monate? Ah, noch nicht so lange. Ich glaube so wirklich, das ist also das Innere der Stunde von Matthias und Null. Es ist sogar noch beeindruckender aus als auf der Illustration in unserer. Oha, normalerweise hätten wir diesen Ort. Der Text geht so schnell. Moment, wo ist denn Moiraidon? Weiter zurück in seinen Pokéball. Irgendwas muss mit ihm einen Schreck gejagt haben. Echt, das ist kein gutes Zeichen. Also, so wirklich so durchschnittlich, so jetzt so die letzten 2-3 Monate habe ich jetzt mal richtig durchgefatzt. Man muss nur ein Flugtaxi rufen und so lange betteln und fliehen, bis es einen abholt. Wenn unten der Professor ist, hättest du ihn fangen können. Jetzt treibt man nicht so weit, du nervst. Okay, das war eine ganz normale Frage. Das reicht jetzt, ihr zwei. Wir sind schließlich für ein Abenteuer. Lass uns Spaß dabei haben. Hey, ich wollte das Objekt hier haben. Zitobeere. Was mich aber ein bisschen wundert, ist, dass die Pokémon die ganze Zeit so hoch sind, dass ich gar nicht erst mit ihnen kämpfen muss. Aber was ich halt in dieser Zone 0 absolut merke, ist die Performance. Alter, leck mich am Arsch. Also es wirkt halt schon wirklich, als ob ich auf 12, 15 FPS hier gerade noch rumlaufe. Ich meine, es sieht schön aus, so ist es nicht. Hey Cosima, seit wann seid ihr eigentlich so gut befreundet, Ryosuke und du? Oh, es war für mich da, als ich Hilfe brauchte. Alles geriet aus den Fugen, mein Leben an der Akademie, meine Freundschaft dort. Und er hat damals mir zur Seite gestanden. Wow, und das während du mit den Arenen beschäftigt, Ryosuke, krass. Und du? Wie habt ihr euch angefreundet? Wir sind in derselben Klasse und daheim sind wir sogar Nachbarn. Ich habe ihm gesagt, er soll versuchen, Champ zu werden. Und er hat es wirklich geschafft. Echt irre. Moment mal, ihr beiden. Warte, bis ihr die Geschichte meiner Freundschaft von Ryosuke und mir gehört habt. Es sind dagegen nichts anderes, das ist so cool. Wer hat dich gefragt? Hör auf, dich so aufzuschwillen. Ha, ich glaube, wir sind alle Ehrenmitglieder im Ryosuke-Fanclub. Ha, ich bin so fame. Ich wollte eigentlich gegen das Genre kämpfen, aber ich wollte erstmal die Dialoge noch fertig machen, weil Genre gibt immer nämlich sehr viel EP, aber danke für nichts. Ich weiß es, das war auch bei so einem Flora schon. Sobald mir ein paar Leute hinterherlaufen, geht die FPS so dermaßen drunter. Und das Traurige ist, es liegt halt absolut an dem Spiel. Ich habe ja schon Leute gesehen, die mit diesem Switch-Emulator gespielt haben. Und ja, dasselbe Spiel, also die FPS, es geht trotzdem voll drunter. Ja, das Problem ist halt, ich habe die ganzen Pokémon hier schon. Außer das eine, wo ich nicht hin konnte, weil es zu weit oben war. Deswegen sind die halt ziemlich uninteressant für mich. Ich könnte höchstens einen Kampf machen, um zu gucken, welches Level die schon haben. Aber wenn ich ein Pokémon sehe, das interessant genug ist, werde ich es auf jeden Fall machen. Aber so ein scheiß Raichu, das ist mich gar nicht in Umut. Ist das eine Sackgasse? Ja. Und ich kann ja Miraidon nicht benutzen, also komme ich so nicht runter.
Ich habe das Gefühl, dass diese Passage hier jetzt eigentlich so diese Angeber-Passage ist, was irgendwie beinahe jedes Spiel hat. Um zu zeigen, ja, guck mal, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben. Was halt in dem Spiel total in die Hose geht, weil es nicht der Fall ist. Dann merkst du halt nur, wie schlecht programmiert das Spiel ist. Oh, ein Pichuha. Hey, hier sind wir richtig, oder? Ja. Das muss eins der Gebäude sein, von denen der Professor gesprochen hat. Stimmt, wie hießen die nochmal? Observationen. Stationen. Wow, du hast ein echt gutes Gedächtnis, Cosima. Wie? Also, so kompliziert war das Wort jetzt auch wieder nicht. Lumi. Ah, was kommt denn da? Das sieht aus wie ein Pokémon der Nummer 1. Kommt das denn etwa auch aus diesem Schlund? Los, Ryosugi, das nehmen wir uns gemeinsam vor. Lumiflora. Machen wir jetzt echt einen Doppelkampf gegen ein wildes Pokémon? Was ist das? Level 100? Oder warum muss ich einen Doppelkampf damit machen dann? Level 62. Tja. Das war jetzt nicht so beeindruckend. Das war tatsächlich überhaupt nicht beeindruckend. Ich frage mich, ob es hier noch mehr seltene Pokémon gibt. Ihr seid jetzt schon eingeschüchtert. Pach, das war erst der Anfang. Ihr habt doch gar nichts davon gesehen, was so eine Null so alles bereithält. Vielen Dank für diesen überaus einfühlsame Warnung, Senior Pepper. Naja, Kinderchen, nicht streiten, lasst uns in die Observationsstation gehen. Ja, will ich. Wenn ihr mich nicht die ganze Zeit mit Text voll spammen würdet. Also ein paar Objekte, wenn ich die schon sehe, will ich sie schon mitnehmen. Gerade so Bären brauche ich nachher eh für EVs. Wow, sind das die antiken Ruinen? Dafür sieht das hier doch viel zu neu aus. Ihr habt also unbeschadet zum ersten Observationsstation geschafft. Diese Einrichtung wurde vor 87 Jahren als Basis für die Erforschung von Zone 0 gebaut. Deswegen gibt es hier also ein Bett. Wenn wir erschöpft sind, können wir uns hier ausruhen. Also dann, Ryosuke, bitte nutze die Schalttafel in der Mitte, um das erste Schloss zu öffnen. Okay. Möchtest du das Schloss von Labor 0 öffnen? Ja. Piep. Das Schloss wurde entriegelt, noch 3 von 4 Schlössern. Ist gut gemacht. Bitte fahrt nun mit dem verbleibenden auf der Station fort. Aha, okay, hier kann ich mich teleportieren. Wenn wir erschöpft sind, können wir uns... Ja, bla bla bla. Ob mein Vater auch hier gearbeitet hat? Ich würde auch gerne die anderen Räume sehen, aber die Türen sind kaputt, keine Chance. Ja, die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Muss ich das Ding hier benutzen? Nee. Glaub's nicht. Okay, die Musik geht weg. Wisst ihr, mein ganzes Leben lang habe ich meinen Vater kaum zu Gesicht bekommen. Wie, willst du uns jetzt von deiner traurigen Vergangenheit erzählen oder was? Cosima, nicht jetzt. Es war so sehr mit seiner Forschung beschäftigt, dass er kaum nach Hause kam. Ich habe für mich gekocht, Wäsche gewaschen, Mafioso war mein einziger Gesprächspartner. Er mag mein Vater sein, aber eigentlich ist er wie ein Fremder für mich.
Ich habe das immer damit abgetan, dass ich stolz darauf bin, so einen coolen Vater zu haben. Aber cool hin oder her, eigentlich wollte ich einfach nur, dass er auch mal Zeit für mich hat. In letzter Zeit sehe ich das Gesicht nur noch in einem Fernsehnachrichten und einem Check-in. Früher habe ich ihn hin und wieder eine Mail gekriegt, aber dann ist es halt ein paar Jahren Schluss. Und jetzt taucht er plötzlich auf, um vielleicht zur Zone 0 zu kommen. Wie auch immer, Family des Jahres, yay. Also, jede Familie ist immer anders. Hör zu, es tut mir leid wegen vorhin, was ich gesagt habe, es ging so weit. Kein Ding, ich verstehe sie auch nicht, also nett zu dir, sorry, ey. Cosima, ich heiße Cosima. Weißt du, Cosima, vielleicht bist du doch ganz okay. Ich war schon hier im Schlund von Madeira, habe versucht, meinen Vater zu besuchen. Hier in der Gegend wurde ich von einer Kreatur angegriffen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Eine Kreatur? Du meinst ein Pokémon? Keine Ahnung, es sah sehr metallisch aus wie eine Maschine. Bist du dir sicher, dass es nicht einfach ein Pokémon der mechanischen Eigenschaften war? Klar bin ich mir sicher, es war wie eine völlig andere Kreatur. Mafioso wurde von ihm sogar schwer verletzt, sowas konnte ich nie vergessen. Nochmal will ich diese vier jedenfalls nicht über den Weg laufen. So stark war es also. Dann will ich mal schleunigst einen begegnen. War ja klar, dass du das sagen würdest. Emilia, hast du schon mal was von Taktgefühl gehört? Scheinbar nicht. Ich will diesen Papagei hier fangen. Ich glaube, den habe ich noch nicht geholt. Da der Vogel ist, denke ich mal, wird Kampf nicht wirklich hilfreich sein. Also machen wir mal Sternhieb. Und er ist tot. Danke. Muss aber sagen, EP geht eigentlich. Ja, Dompfern interessiert mich jetzt nicht so arg. Ui. Ah, ich sag's halt einfach, hätte das Spiel nur ein bisschen mehr Zeit gehabt zu entwickeln, wäre das eins der besten Spiele ever gewesen. Naja. Okay, aus wäre es nicht effektiv. Dann machen wir das jetzt und hoffen, dass er ein Viertel Leben nur noch hat. Ach, scheiße, er hat noch mehr. Turmkick. Oh. Ja. Das ist natürlich gar nicht so geil. Aber wobei, ich habe eigentlich genug Beleber. Ich mache nochmal eine Aurasphäre und schwäche ihn, dass ich ihn danach versuchen kann zu fangen. Himmelsfeger. Ach so, der greift noch gar nicht an. Okay. Setze mal meinen Hyperball ein. Bleib drin. Bleib drin. Ach du Hund. Tschüss, Lucario. Okay, Himmelswirke und Turmkick. Das heißt, ich muss gucken, dass ich vielleicht Drago anrufe, dass der, weil der, wenn er jetzt nicht gerade eine Eisattacke hat oder so, kann er mir mindestens nicht so viel Schaden machen, solange ich versuche, ihn zu fangen. Geht doch. Okay. Das war zumindest mal ein Pokémon, was ich noch nicht hatte. Beleber. Aber so ein richtig interessantes Pokémon war jetzt nicht da. Außer den hatte ich halt einfach nur noch nicht. Aha. Was ist mit dem Girafarik? Ah, es war nicht. Okay. Na, endlich die zweite Observationsstation. Psst, lass uns drin erstmal eine Pause einlegen. Du hast echt null Koordination. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, Schulsprecherin. Hey, ich stecke voller Überraschung, was? Das war kein Kompliment. Oh, da ist ein Stahlbadoge. Ein Badoge. Es gibt ja also auch Pokémon, die man von draußen kennt. Potter.
Oh, wie süß. Bad. Bad, 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 bad. Was? Ist okay, er will kämpfen. Hilf mir. Du hast eine ganze Truppe von Evo die Entwicklung. Was ist los mit dir? Setz Flamare ein. Ach, Kostüm. Ah, der macht sogar. Die macht sogar mit? Okay. Ja, gut. Kann ich das Ding fangen? Nein, kann ich nicht. Okay, das heißt. Ich versuche es kaputt zu machen. Wenn ich es nicht fangen kann, ist mir das egal. Wieso habe ich vergessen, Handy auf lautlos zu machen? Was war das eben? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Für einen Portugies sah das ganz schön roboterhaft aus, findet ihr nicht? Aber hallo. Der Schreck hat mich bestimmt ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Los, gehen wir rein. Okay. Ich habe da aber noch ein Objekt gesehen gehabt. Jetzt ist es aber irgendwie weg. Oh, in dem Haus ist ein Item. Ruhige Minz. Ah, das ist cool. Aber schade, dass das nicht zu fangen war. Ich hätte es schon gerne gefangen. So ein Roboter Potoki ist schon cool. Potoki. Was gibt ihr mir als Geschenke? Zahnräder. Die Station sieht ja genauso aus wie die erste. Naja, wir sollten hier zumindest vor dem wilden Pokémon sicher sein. Was war das überhaupt für ein Pokémon-Leben? Echt seltsam, was hier in Zone 0, wo ist sonst noch für Pokémon-Leben? Das beschäftigt mich auch. Vielleicht gehört das ja zu diesen hier. Was ist das für ein Buch? Das Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tief hinab und erblickten kompakt und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreatur schwer verletzt litten wurde. Durch Zufall gelang ein Mitglied des Observationstrupps dieses Foto. Zwar endet die Kreatur entfernt den Pokémon Domfahren, doch der Textur. Hatten wir das nicht schon beim ersten Mal oder so? Die Monster von Zone 0. Das war also kein Pokémon. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was denkst du, Ryosuke? Stimmt, das war kein gewöhnliches Pokémon. Verstehe, es stimmt schon, dass es recht anders aussah. Selbst im Pokédex ist mir das noch nie untergekommen. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns unterhalten. Aha. Professor. Einige der Lebewesen, die hier in Zone 0 leben, sind Pokémon aus der fernen Zukunft. Pokémon aus der Zukunft? Echt jetzt abgefahren? Nein, 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 das ist vollkommen unmöglich. Das Labor 0, in dem ich mich gerade befinde, verfügt über eine Zeitmaschine. Sie transportiert Pokémon aus der Zukunft hierher. Papa, heißt das, woran du so lange geforscht hast? Du hast es wirklich geschafft? Ja, doch die Folgen waren fatal. Was? Mit dieser Zeitmaschine kann man damit auch in die Zukunft reisen oder so? Ja, theoretisch ist das möglich, doch Lebensformen wie Menschen könnten dann nicht mehr in der Gegenwart zurückkehren. Ah, dann verzichte ich lieber. Was willst du da mit uns hier in der Zone 0? Weißt du, Pepper? Wenn möglich, würde ich darüber lieber von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen. Du wirst es besser verstehen, wenn du in der Situation meine eigenen Augen sehen kannst. Nun, Ryosuke, bitte nutze diese zentrale Schalltafel, um das nächste Schloss zu entriegeln. Ja, okay. Das Schloss wurde entriegelt, noch 2 von 4 Schlössern aktiv. Gut gemacht. Bitte fahrt nur mit der verbleibenden Observationsstation fort. Dreh's okay? Dieses Buch, das wir mitbringen sollten, es hat bestimmt was mit der ganzen Sache hier im Schlund zu tun. Ich glaube, bei dir ist es besser aufgehoben. Von mir erwarte ich ja eh nichts. Jetzt habe ich das Buch. Du machst das schon. Ah ja. Muss ich jetzt eigentlich heilen eingehen? Für mich heißt es nur, wir gehen weiter. Aber für dieses Video war es das.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wollen wir weiter die Zone 0 erforschen. Ciao.